Hallo liebe Fußballfreunde, in diesem Video möchte ich euch die 4-4-2 Flachformation näher bringen. Wir spielen hier mit zwei Viererketten, sowohl in der Abwehr als auch im Mittelfeld. Das heißt, wir haben eine sehr gute und ausgeglichene Raumbesetzung. Weil, wenn ich mir die komplette Breite des Spielfeldes anschaue, dann sehe ich, dass ich mit vier Spielern in einer Kette sehr gut und ausgeglichen den Raum besetze. Vorne agieren wir mit zwei Stürmern und auf den Seiten sind wir jeweils doppelt besetzt, was auch sehr gut ist, weil wir in der Offensive sehr gut Druck ausüben können und gleichzeitig können wir in der Defensive die Seite zumachen, sodass nach hinten nichts passiert. Rein mathematisch betrachtet ist diese Formation eine sehr gute, wenn nicht überhaupt die beste Formation, weil wir decken mit 60% unserer Feldspieler decken wir 60% des Spielfeldes ab. Und die restlichen 40% unserer Feldspieler decken 40% des Spielfeldes ab. Das sind diese vier. In der Defensive könnte das größte Problem beim 4-4-2 sein das Zentrum. Warum? Weil viele Gegner, viele Mannschaften spielen ja oftmals mit mindestens drei Spielern im Zentrum, nehmen wir an ein 4-2-3-1 oder ein 4-1-4-1, wo hier der Sechser ist und die zwei Achter. Und ich denke, es ist ganz klar zu erkennen, dass wir hier eine Unterzahlsituation im Zentrum haben, weil wir einfach nur mit zwei Zentrumspielern agieren. Und hier ist es jetzt wichtig, dass die Stürmer in der Defensive mit nach hinten arbeiten. Wie machen sie das am besten? Wenn hier die Innenverteidiger sind und sie sind gerade im Spielaufbau und nehmen wir an, dieser Innenverteidiger hat gerade den Ball, dann läuft ihn unser Stürmer an und dieser Stürmer lässt sich nach hinten fallen, um den gegnerischen Sechser diesen Raum hier zuzustellen. Wenn der Ball rüber gespielt wird, dann läuft dieser Stürmer den Innenverteidiger an und dieser Stürmer läuft jetzt diagonal nach hinten zurück. Das nennt man auch das Abkippen der Stürmer. Ganz wichtig ist es, dass unsere Stürmer diese Diagonalläufe machen und keine geraden Läufe. Weil, wenn der Ball nehmen wir an, rüber gespielt wird und dieser Stürmer läuft ihn an und dieser Stürmer macht jetzt nicht, wie vorher erwähnt, diesen diagonalen Lauf, sondern er läuft nur so gerade an, dann kann es sein, dass er durchspielt und dann haben wir hier, wie gesagt, ein Problem, weil wir hier in Unterzahl sind. In der Offensive schaut es so aus, dass wir mit zwei Stürmern vorne sehr gut besetzt sind. Wir haben unsere äußeren Mittelfeldspieler, die über die Seiten Druck erzeugen. Nehmen wir an, wir greifen über links an, dann schaltet sich unser linker Außenverteidiger mit ein. Alle schieben natürlich nach, die Verteidigung. Und jetzt muss uns bewusst sein, bei einem 4-4-2, dass wir nur zwei Zentrumspieler haben. Und wenn sich beide mit nach vorne einschalten, dann kann es zu Problemen führen. Weil wir dann hier einen sehr großen Raum vor der Abwehr haben, der nicht besetzt ist. Weil wir hier keine Absicherung haben. Wenn einer sich nur nach vorne in der Offensive mit einschaltet und der andere sichert hier vor der Abwehr ab, dann denke ich, ist das hier die bessere Lösung, weil wir somit dem Gegner diese Möglichkeit wegnehmen, wenn er den Ball erobert, dass er schnell umschaltet und ein Konter startet. Das heißt, sehr gut wäre es, wenn einer sich mit nach vorne einschaltet und der andere sichert hier vor der Abwehr ab.